Das CAD Berufsbildungswerk ist seit 1977 hier am Standort Frechen, gehört zur Trägergruppe des Christlichen Jugendhilfswerks Deutschlands e.V. Wir sind sozusagen in ganz Deutschland aktiv mit verschiedenen Aufgabengebieten. Und hier in Frechen mit dem Aufgabengebiet, junge Menschen mit Lernbehinderungen und psychischen Beeinträchtigungen fit zu machen für den ersten Arbeitsmarkt. Die jungen Menschen, die zu uns kommen, sind aus Schulen, Förderschulen, Hauptschulen, integrierten Gesamtschulen und haben es dort nicht leicht gehabt. Sie hatten eine negative Schullaufbahn, Erlebnisse, die nicht schön sind, Herausforderungen auch im familiären Umfeld, die alle dazu führten, dass man heute sagen kann, die erste Schwelle am normalen Ausbildungsmarkt ist nicht zu heben. Es bedarf einer Einrichtung wie das CAD Berufsbildungswerk Frechen. Wir bilden diese jungen Menschen aus, ganzheitlich versuchen wir dieses. Das heißt, wir haben am Ort die Werkstätten, wir haben am Ort eine Schule, ein Sonderberufskolleg oder heute heißt es Förderberufskolleg. Wir haben ein Internat. Wir versuchen mit Stützunterricht, mit sozialen Hilfen, mit Sozialtrainings, mit Hilfen zum Übergang in einen Beruf, junge Menschen eben fit zu machen dafür, dass diese Schwelle, was wirklich eine Schwelle ist, auch zu überwinden. Mein Name ist Fabienne, ich bin 19 Jahre alt, komme hier aus Frechen, mache hier meine Ausbildung als Facharbeiterin für Metalltechnik. Angefangen habe ich hier damals mit der Schule, ein Praktikum, dann habe ich hier ein Jahr eine Berufsvorbereitung gemacht und dadurch bin ich in die Ausbildung gestiegen. Das Besondere hier ist, weil ich halt auch sehr handwerklich begabt bin und hier das halt auch zeigen kann, was ich kann. Und Schweißen ist halt auch meine Stärke und mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Also was Besonderes hier ist, dass man sehr viel Unterstützung kriegt, dass einem geholfen wird, wo man kann und ja halt auch diese Chance ins Berufsleben, dass man die gezeigt kriegt. Die Jugendlichen, die heute Probleme machen, sind eigentlich die Fachkräfte von morgen. Dazu müssen sie gut ausgebildet sein, das werden sie bei uns im Berufsbildungswerk. Und sie erhalten alle Tugenden mit, die man brauchen kann, um am Arbeitsmarkt zu überstehen und zu überleben. Sie machen bei uns Praktika in Firmen. Wir verzahnen die Ausbildung mit Firmen, sodass der Teil, den die Firmen individuell für sich brauchen, in ihrem Unternehmen dort ausgetestet werden, erprobt werden und mit den dortigen Mitarbeitern gemeinsam gestaltet werden. Die Qualität der Ausbildung misst sich natürlich nachher daran, ob ein junger Mensch die Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer, bei der Handwerkskammer oder bei der Landwirtschaftskammer, das differiert je nach Beruf, ob er diese Ausbildung besteht. Wenn diese Ausbildung bestanden wird, misst er sich in Folge dran, ob jemand seinen Abschluss auch umsetzen kann und nachher eine Arbeitsstelle erhält. In beiden Bereichen sind wir recht erfolgreich. Wir haben also Abschlussquoten beim ersten Mal vor den Kammern von 92%, die sofort die Prüfung bestehen beim ersten Mal. Die Eingliederungsquote liegt im ersten halben Jahr bei 65%. Auch das ist eine gute Quote. Natürlich könnte es immer noch besser werden. Was wir dafür tun, dass es besser wird, wir versuchen sehr viele Zusatzqualifikationen den jungen Menschen mitzugeben, jeweils nach Beruf unterschieden. So erhalten sämtliche Berufe, die was mit Handwerk zu tun haben, einen Gabelstaplerschein. Andere, die mehr im Bereich Metall sind, haben spezielle Schweißscheine. Im Gesamten passiert immer eine Lernförderung, sodass jeder mitgenommen werden kann, dass jeder in seiner Phase, seine Stärke, in seiner Zeit entsprechend lernen kann und sich einüben kann. Jeder junge Mensch kann bei uns einen Führerschein machen. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit einer Fahrschule örtlicher Art, die hier am Ort selber bei uns im Hause die Fahrstunden abnimmt und auch den theoretischen Unterricht macht. Soziale Kompetenzen spielen eine große Rolle. Sozialtraining ist eine wichtige Facette. Dabei geht es nicht nur um allgemeingültige Fragen, Alltagsfragen wie komme ich mit Schuldenproblematiken klar, wie miete ich eine Wohnung, sondern es geht auch um das Miteinander, wie gehe ich mit Aggression um, wie gehe ich mit Konflikten um, wie verhalte ich mich im Alltag, wenn ich mal schlechte Laune habe oder andere Dinge. Von 240 Auszubildenden sind ungefähr knapp die Hälfte im Internat, wohnen im Internat, weil sie vielleicht nicht nach Hause fahren können, einfach zu weit ist oder weil es vielleicht besser ist, dass man nicht zu Hause wohnt. Diese jungen Leute haben verschiedene Angebote hier bei uns, Sportmöglichkeiten in der Turnhalle, in der sogenannten Muckibude, genauso aber auch Kreativmöglichkeiten, Musikraum, Theateraufführungen und andere Dinge.
Uns ist es wichtig, dass keiner muss daran teilnehmen, dass jeder daran teilnehmen kann und dass man die Option hat, tatsächlich auch anders seine Freizeit zu gestalten, als nur zu chillen. Wobei auch Chillen natürlich eine wichtige Sache ist und auch dafür muss Raum sein. Als Arbeitgeber kann ich nur jeden bitten, dass dieser Arbeitgeber jungen Menschen eine Chance gibt. Die Leute, die wir oft als defizitär empfinden, sind eigentlich Herkulesse, die in der Welt, der Arbeit, ihren Mann und ihre Frau stehen können. Und es wäre eine Chance verpasst, wenn man diesen jungen Menschen nicht die Chance geben würde. Nicht nur aus sozialen Gründen, nicht nur aus gesellschaftlichen Gründen, weil es notwendig ist, sondern auch aus unternehmerischen Gründen, weil jemand nicht nur nach den Schulnoten bemessen werden darf und was er bis jetzt geleistet hat, sondern was er zukünftig leisten kann und möchte.